Deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute mit meinem polnischen Kollegen und dem ukrainischen Kollegen Oleksiy ein Memorandum of Understanding unterschreiben konnte, darüber, dass wir einen gemeinsamen Instandsetzungshub in Polen einrichten werden für die gesamte Leo-2-Flotte, also die 2A4 und die 2A6, sodass nahe der polnisch-ukrainischen Grenze sichergestellt wird, dass diese Panzer schnell bei Bedarf, und der Bedarf wird steigen, instand gesetzt und repariert werden können.